Hallo und herzlich willkommen bei der STAKO. Mein Name ist Bernd Züll und ich bin der Stifter und Geschäftsführer der Stiftung für aktives Kommunalwesen in Kall. Und in Kall ist gerade richtig was los. Im und um den Kaller Gemeinderat überschlagen sich die Ereignisse und Meinungen. Alle Einzelheiten erfahrt ihr in diesem Video. Links und Quellen findet ihr, wie immer, natürlich in der Videobeschreibung. Wie ihr wisst, arbeiten wir von der STAKO in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. An unserer Fischereipacht kümmern wir uns um die Wiederbelebung der Urft und ihrer Nebengewässer. Wir unterstützen junge Menschen mit besonderem Förderbedarf in ihrer schulischen und beruflichen Entwicklung. Und natürlich, da liegen unsere Wurzeln, wollen wir Politik und Demokratie vor Ort transparent und für alle zugänglich machen. Ihr kennt es. Gerade wenn es um Politik geht, da werden gefühlt zwei Arten von Reaktionen immer häufiger. Da gibt es die große Aufregung, Protest, lautstarke Meinungen einerseits und andererseits ganz viele, die abwinken, die es leid sind und regelrecht satt haben, die nur noch in Ruhe gelassen werden wollen. Beides ist gleich schade, denn wo man nur noch schreit oder ignoriert, da reden wir nicht mehr miteinander. Lasst uns also mal über etwas ganz unaufgeregt miteinander sprechen, das gerade in der Kaller Politik große Wellen schlägt. Ich bin Kaller. Ich bin hier in der Eifel geboren. Ich kenne viele von euch aus Ehrenamt, Vereinen, Politik und Verwaltung. Ich bin Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft der Gemeinde und habe als Dozent an der Hochschule des Bundes natürlich einen besonderen Bezug zu Angelegenheiten der Verwaltung und Politik. Mich interessieren Politik hier in meiner Heimat und die aktuelle Auseinandersetzung besonders. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus Kall, worum geht's hier eigentlich? Die Kaller Ratsfrau Daniela Züll hat am 8. Januar erklärt, die SPD-Fraktion des Gemeinderates zu verlassen und sich stattdessen der CDU-Fraktion anschließen zu wollen. Nun wird offen darüber diskutiert, ob Frau Züll nicht ihr Mandat niederlegen sollte, was für oder gegen diese Auffassung spricht und was für eine Art Diskussion wir hier eigentlich gerade führen, dazu später im Video mehr. Also bleibt dran. Wenn ihr das Thema wichtig findet und euch das Video gefällt, dann vergesst nicht ein Like dazulassen. Abonniert den Kanal, drückt auf das Glöckchen, damit ihr nichts Wichtiges verpasst. Kommentiert gerne unter diesem Video, aber bitte, wir wünschen uns eine sachliche Diskussion. Falls ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu unserem Spendenkonto. Vielen Dank bereits an die vielen bisherigen Spenderinnen und Spender. Ohne euren Beitrag wäre das alles hier nicht möglich. Die Reaktionen auf Frau Zülls Entscheidung, die rechtliche Lage und mögliche politische Auswirkungen wollen wir heute mal mit euch unter die Lupe nehmen und euch, liebe Kallerinnen und Kaller, damit ermutigen, sachlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Werfen wir als erstes mal einen Blick auf die Ergebnisse der letzten Kaller Ratswahl vom 13. September 2020. Der Kaller Gemeinderat hat 28 Plätze. Dazu kommt der Bürgermeister als 29. stimmberechtigtes Mitglied. Daniela Züll hat bei der Kommunalwahl 2020 kein Direktmandat erhalten. Sie stellte sich zwar in ihrem Wahlbezirk 14, Scheven mit Wallental, Wallentaler Höhe und Dottel zur Wahl, war dort aber mit 6,64% oder 36 Stimmen auf dem 4. Platz gelandet, während Hans Reif von der FDP als Wahlsieger zum Vergleich 68,82%, 373 Stimmen auf sich vereinigen konnte. Von den 14 möglichen Direktmandaten in unserer Gemeinde erreichte die SPD insgesamt 4, FDP und CDU jeweils 5. Nach Direktmandaten lagen also CDU und FDP erstmal vor der SPD. Hier wurde die SPD in der Gemeinde recht deutlich die stärkste Kraft im Kaller Rat.
Sie holte fast 32% aller Stimmen, die CDU etwas mehr als 24, die FDP 22,5%. Damit standen der SPD 9 Sitze im Rat zu, der CDU 8 und der FDP 7. Der prozentuale Abstand der Stimmen spiegelt sich also nur sehr ungenau in der Sitzverteilung wider. Aber so ist das vom Gesetzgeber gebaut und gewollt. Das hat auch damit zu tun, wie wenige Sitze es im Gemeinderat gibt und dass es keine Überhang- oder Ausgleichsmandate gibt. Aber das würde hier deutlich zu weit führen. Frau Züll stand auf Platz 7 der SPD-Liste und kam somit gerade noch zum Einzug in den Rat. Das war also eine knappe Nummer. Erstens bei der Sitzverteilung im Rat, zweitens für den Einzug von Frau Züll. Aber Mandat ist Mandat. Und es spricht ja auch für das Vertrauen, das die Kaller SPD zumindest 2020 in Frau Züll gesetzt hat. Nun aber, fast 3,5 Jahre später, hat Frau Züll ihren Austritt aus der SPD-Fraktion erklärt und möchte ihr Mandat in ihre neue Partei, die CDU, mitnehmen. Das kostet die SPD einen Sitz im Gemeinderat, den die CDU dann hätte. Warum das hier im Gemeinderat einiges in Bewegung bringen könnte, dazu gleich mehr. Zunächst, Frau Züll darf das. Rechtlich ist daran nichts auszusetzen. Die SPD hatte sie als Wahlvorschlag nach demokratischem Verfahren auf ihre Liste genommen. Sie ist aber als Person in den Gemeinderat eingezogen. Und wer vom Volk gewählt wird, genießt aus guten Gründen einen besonderen Schutz. Die bisherige Partei und auch niemand sonst kann jemanden nachträglich wieder rauskegeln. Bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in NRW ist eine Abwahl zwar rechtlich möglich, bei anderen Ratsmitgliedern aber nicht. Auch der Fraktionswechsel von Frau Züll ist rechtlich völlig unangreifbar, selbst wenn die Wählerinnen und Wähler das nicht so bestimmt haben. Und das ist rechtlich die, für manche bittere, Wahrheit. Denn durch den Fraktionswechsel stehen nun CDU und SPD nach Ratssitzen plötzlich gleich auf, obwohl die SPD fast 8% mehr geholt hat. Die CDU hatte aber ein Direktmandat mehr gewonnen. Dazu kommt, die CDU stellt in Kall auch den Bürgermeister, der schon 2017 ins Amt gewählt wurde und 2020 nicht selbst zur Wahl antreten musste. Und der Bürgermeister hat auch eine Stimme im Rat. Mit anderen Worten, vor Frau Zülls Wechsel SPD 9 Stimmen, CDU 8. Nachher CDU 9 Stimmen, SPD 8. Rechtliche Zusammenfassung also, unangreifbar, wasserdicht. Das darf man so machen. Die Gemeindeordnung und das Kommunalwahlgesetz in NRW lassen das zu. Das kann uns gefallen oder nicht, aber wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So is it. Unser Grundgesetz schützt einmal gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter besonders. Die Gründe dafür sind erstmal gut und richtig, wie die deutsche Geschichte zeigt. Die Macht der Korrektur darf die Wählerschaft erst 2025 wieder ausüben. Was heißt das nun politisch? Und wie können wir die Statements und Forderungen verschiedener Lager hier einordnen? Unabhängig von der juristischen Lage, Frau Züll kann ja die SPD-Fraktion verlassen. Sie kann auch der CDU-Fraktion beitreten. Sie muss es aber natürlich nicht. Wenn ihr lediglich an der Ausübung ihres Mandates gelegen wäre, könnte sie auch fraktionslos im Rat bleiben. Ihr Mandat niederzulegen, hatte Frau Züll offensichtlich zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen. Im Gegenteil hat sie in öffentlichen Stellungnahmen in den sozialen Medien gar davon gesprochen, dass die Niederlegung ihres Mandates einen Verstoß gegen das Grundgesetz darstellen würde. Einen Teil ihrer Äußerungen hat sie im Nachgang wieder gelöscht. Uns liegen die Beiträge und Kommentare aber weiterhin vor. Ein Amt niederzulegen ist natürlich nie ein Verfassungsbruch. Frau Züll möchte also den Platz nicht räumen und äußerte dazu mehrfach, das Mandat gehöre ihr. Das ist rechtlich nicht völlig falsch,
aber politisch nicht gerade eine glückliche Wortwahl. Ich persönlich frage mich, welche Chancen Frau Züll sich selbst für die nächste Ratswahl ausrechnet. In ihrem Wahlbezirk 14 müsste sie Enormes leisten, um ein Direktmandat zu holen. Auf der Reserveliste der CDU in den Rat einzuziehen, wäre grundsätzlich natürlich auch vorstellbar. Bei der Ratswahl 2025 ist besonders interessant, dass sie zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfindet. Das spricht für eine höhere Wahlbeteiligung und stärkeres Abstrahlen des Bundeswahlkampfs auf die Kommunalpolitik. Ob Frau Züll als Neue einen aussichtsreichen Listenplatz erhalten wird, steht auch noch in den Sternen. Denn der CDU-Kall mangelt es ja auch nicht an erfahrenen und engagierten Mitgliedern. Ob die sich hinter der Neuen einreihen lassen wollen oder nicht, bleibt also erstmal abzuwarten. Die SPD in der Gemeinde Kall zeigt, und das ist wohl sehr nachvollziehbar, wenig Verständnis für den augenscheinlich sehr kurzfristigen Sinnes- und Überzeugungswandel von Frau Züll. In den sozialen Medien und auch in einem Beitrag des Kölner Stadtanzeigers vom 23. Januar, Links in der Videobeschreibung, wird das wiederholt sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Kaller CDU, ebenso nachvollziehbar, scheint Frau Züll den Wechsel in ihre Fraktion nicht verweigern zu wollen. Jetzt kommt's rund um dieses Geschehen scheinbar also zur Sondersitzung im höchsten Gremium unserer Gemeinde. Was hängt denn außer der Veränderung des Stimmgewichts noch dran an dem Fraktionswechsel von Frau Züll? Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Die finanziellen Mittel, die den Fraktionen und Ratsmitgliedern aus dem Gemeindehaushalt zufließen, also aus unser aller Steuern, werden natürlich auch an der jeweiligen Fraktionsstärke bemessen. Und da kommt die Sondersitzung ins Spiel. Denn eigentlich war die erste Ratssitzung dieses Jahres erst später im Februar geplant. Zu einer unverzüglichen Sondersitzung kommt es nach der Gemeindeordnung NRW dann, wenn eine Fraktion oder ein Fünftel der Ratsmitglieder das verlangen. Öffentlich bekannt ist zurzeit nicht, wer das in diesem Fall war. Aber laut Ratsinformationssystem der Gemeinde Kall gab es nur einen echten Tagesordnungspunkt. Und zwar eine Anfrage der SPD-Fraktion. Deren Text kann man nachlesen. Link in der Videobeschreibung. Die SPD erfragt nämlich im öffentlichen Teil der Sitzung, sogar noch vor der Einwohnerfragestunde, die finanziellen Auswirkungen des Fraktionswechsels von Frau Züll. Zudem soll die Gemeindeverwaltung klarstellen, dass eine Mandatsniederlegung von Frau Züll offensichtlich nicht verfassungswidrig wäre. Es scheint naheliegend, dass die SPD-Fraktion diese Sondersitzung verlangt hat, um sich dem Thema ausführlicher zu widmen. Wie geschickt die SPD-Fraktion hier vorzugehen vermag und wie fest sie das Ruder der Diskussion in der Hand behalten wird, werden Ratsmitglieder und Zuschauerinnen und Zuschauer in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag, den 1.2., erleben. Wir wünschen uns einen gesunden demokratischen Prozess, bei dem aus den verschiedenen Meinungen heraus in eine gemeinsame Zukunft gegangen werden kann. In der gesamten Auseinandersetzung wollen wir hier festhalten, um was für eine Art Diskussion es sich eigentlich handelt. Frau Zülls Entschluss ist rechtlich unangreifbar. Moralisch kann man hierzu verschiedener Meinung sein. Die Diskussion darüber, ob der gesetzgeberische Rahmen den Wählerwillen und die demokratische Willensbildung zutreffend abzubilden vermag, darüber, was hier das richtig oder falsch wäre, das wird nicht an dem Fraktionswechsel von Frau Züll entschieden werden. Die Zukunft wird zeigen, wie es die Wählerschaft aufnimmt. Und wir alle sollten nicht vergessen, dass wir hinterher immer noch friedvoll und konstruktiv in unserer Gemeinde zusammenleben wollen. Laut der Kaller SPD hat bereits ein Schreiben von einer überparteilichen Gemeinschaft aus über 100 Bürgerinnen und Bürgern aus Dottel, Scheven und Wallental, also genau aus Frau Zülls Wahlbezirk, die Kaller SPD und CDU erreicht. In diesem Schreiben werde angemahnt, dass das Ergebnis der Kommunalwahl zu respektieren sei,
dass sich das Ergebnis im Rat der Gemeinde Kall widerspiegeln müsse und dass sachlich und fair, angesprochen sind SPD und CDU, miteinander umgegangen werde. Das sind gute und nachvollziehbare Erwartungen. Ich finde, an diesem Prozess können sich alle maßvoll, sachlich und fair beteiligen. Wie das am besten geht? Das mächtigste Instrument im Werkzeugkasten der Demokratie ist immer die nächste Wahl. Sie ist das zentrale Korrektiv der Bevölkerung und die Politik hat zwischen den Wahlen die Zeit zu nutzen, sich des Vertrauens der Wahlberechtigten würdig zu erweisen. Die Wahlen auf allen Ebenen unseres föderalen Staates sind einer der Eckpfeiler unserer grundgesetzlichen Demokratie. Folgerichtig stehen das Demokratieprinzip und die Volkssouveränität unter der sogenannten Ewigkeitsgarantie unserer Verfassung und können in ihrem Wesenskern niemals abgeschafft werden. Ein einmal errungenes Mandat ist folgerichtig ganz besonders geschützt. Bis zur nächsten Wahl könnt ihr natürlich mit den Fraktionen oder den Ratsmitgliedern direkt in Kontakt treten, euren Standpunkt klar machen und dort Fragen loswerden. Hierzu haben wir eine ganze Videoreihe produziert, in der wir euch den Werkzeugkasten zur politischen Beteiligung für jedermann erklären. In dieser Reihe findet ihr auch unser Video zur Ratssitzung gehen. Wenn ihr euch entscheiden solltet, an der Sondersitzung am kommenden Donnerstag teilzunehmen, dann schaut euch dieses Video unbedingt vorher an. Denn am kommenden Donnerstag, dem 1. Februar, um 18 Uhr im Bürgerhaus Rinnen, habt ihr dazu wieder Gelegenheit. Ihr bekommt dann zu Beginn des öffentlichen Sitzungsteils die Antworten auf die SPD-Anfragen mit und erlebt die Reaktionen darauf unmittelbar. In der anschließenden Einwohnerfragestunde dürft ihr eure Fragen natürlich auch zum Fraktionswechsel von Daniela Züll an den Bürgermeister richten. Ich selbst werde die sehr kurzfristig angesetzte Sondersitzung nicht besuchen können, da ich in wichtigen Verbandsangelegenheiten in Deutschland unterwegs bin. Ich würde mich aber besonders freuen, wenn die Interessierten unter euch die Gelegenheit nutzen würden, vor Ort zu sein, um ihre Fragen an den Bürgermeister zu richten. Uns von der STAKO ist ganz, ganz wichtig, ruhig bliebe, Nerve behale. Lasst uns zur richtigen Zeit miteinander reden, also zum Beispiel in eben dieser Einwohnerfragestunde am Donnerstag, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Darum geht's ja in einer gesunden Demokratie. Schreibt uns in die Kommentare, ob wir die Angelegenheit hier auf unserem Kanal weiterhin im Auge behalten sollen. In diesem Sinne, Madet Jod, bleibt dabei und bleibt dran.